One time for my LA sisters, one time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. Froschiges Hallo draußen, willkommen zu einer neuen Folge Sky PvP auf Field PvP. Und ja, in diesem Video werden erstmal die, also wird das Gewinnspiel aufgelöst von dem 3x Premium. Also Glückwunsch an alle, gewinnen auf jeden Fall schon mal. Aber bitte seid mir auch nicht böse, falls ihr nicht gewonnen habt. Ich kann leider nicht jedem etwas schenken oder also sowas halt, aber ich kann meine Videos geben, lol. Hacker. Ja, der hackt doch locker. Und ja, Glückwunsch auf jeden Fall an alle drei Gewinner, die sind jetzt eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch auf auch euch. Und ja, viel Spaß im Rang. Ja, wenn ihr aktiv auf viel spielt. Viel Spaß, wie gesagt. Und jo, ich möchte noch was Kleines ansprechen. Und zwar, es kam wieder vereinzelt, aber auch wieder häufig die Anfragen auf Skype und per YouTube PN. Luke, kannst du nicht ein Video über meinen Server machen? Kriegst dann auch YouTuber, bla bla. Leute, was will ich mit dem YouTuber-Rang auf manchen Server, die eh noch nicht bekannt sind? Wenn ich da eh nicht drauf spiele oder noch nicht drauf gespielt habe oder die Server gerade erstmal online gekommen sind. Klar sucht man natürlich erstmal die Promotion, verständlich. Aber Leute, ich stehe immer noch dazu, ich mache keine Videos über anderen Server, beziehungsweise pushe sie nicht, wenn ich sie selber nicht mag oder nicht kenne. Und ich mache auch keine Videos, beziehungsweise Servervorstellungen, Push für Geld. Da muss ich mal heute auf Skype einen in die Falle tappen, beziehungsweise muss ihn mal locken, weil er macht von einem Mate von mir, macht er mit seinem Namen Werbung. Das ist angeblich sein Server wäre und das ist einfach nur assi. So YouTuber-Domains halt, das ist halt schon traurig, wirklich. Ich nenne jetzt auch keinen Namen, ich zeige auch keine Chatverläufe, weil sowas ist ja strafbar, wenn man Chatverläufe zeigt ohne Einwilligung. Und ja, dementsprechend kann ich das, also ich kann es halt schon beweisen, aber ich darf es halt nicht zeigen, so. Ja, okay. Das war's auch schon mit dem kleinen Thema. Übrigens, habe ich vergessen, den Booster anzumachen. Das wäre auch mal clever hier zum Aktivieren. Ein Skype, ich muss aber schon die von Luke. Keine Ahnung, ob die für alle sind oder nur für mich. Ich meine, für alle wäre ist auf jeden Fall cool. Viel Spaß damit jetzt die Stunde und ja, viel, doppelte Coins pro Kill. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne auf viel PvP vorbeischauen. Übrigens, schau mal in die Videobeschreibung. Und zwar habe ich ein kleines Sponsoring gemacht mit einem Minecraft-Server-Hoster. Die sind auch gepartnert mit viel PvP, emeraldtoast.de. Ich tue euch einfach mal einen Link in die Beschreibung. Ich weiß nicht, ob es ein Raffling ist oder so oder normal. Könnt ihr mal anschauen, die verkaufen auch Minecraft-Server, Teamspeaks und so, als wenn ihr was braucht. Ja, die sponsern mich halt, haben mir einen Minecraft-Server gegeben, für ein folgendes Projekt. Ich kündige auch mal an, es werden die Frosch Games 3.0 kommen, noch besser als früher. Und, dann wird das aber auch, wirklich, wird es über einen Tag wahrscheinlich dann gehen, weil, Junge, das hat so abgefuckt bei den Frosch Games, wenn manche einfach nicht erschienen sind, dann heulen die rum, ach, Juke, ich konnte nicht, dies, das, bitte lass uns neu kämpfen oder verschiebt Termin. Da muss ich ja manchmal, habe ich nachgefragt, ob das okay ist. Manchmal sagt sie ja, manchmal nein. Und dementsprechend kündige ich es jetzt schon mal an. Und da wird doch dann genauere Infos werden kommen. In der Zukunft. Und ja, lass mich erstmal diesen Iron-Typen hier töten, weil die Coins kann ich gebrauchen, auch wenn ich 3840 habe. Jetzt 3850, den töte ich trotzdem. So. Und ja. Was soll ich noch sagen? Ja. Zum Projekt nochmal, es wird ein Feed the Beast Projekt wahrscheinlich sein, Feed the Beast Triton oder so, ich weiß es noch nicht. Es wird aber auch in Livestreams stattfinden oder auch offline teilweise halt auch und in Videos. Genauere Infos kommt dann auch noch. Dementsprechend einfach jetzt nicht so oft nachfragen, ja, wann kommt das, dies, das. Es wird kommen, keine Sorge, ich verspreche es euch. In Zukunft wird es auf jeden Fall kommen. So, Arschloch, danke fürs Runterschlagen. Ja, Luke hat Froschghetto, ich meine, Gott. Ja, das ist es ja. Marcel und ich haben mal die Froschghetto-Domain verkauft. An viel PvP, hat halt seine Gründe. Da wurde auch nichts betrogen, nichts gescammt, wie Marcel behauptet hat zu ganz vielen Leuten. Das kann Marcel euch versichern. Ich kann es euch versichern. Ich kann Beweise vorlegen.
Und ja, Marcy macht ja auch noch bald einen eigenen Server wieder wahrscheinlich auf. Ja, moin, der teleportiert mich einfach zu ihm. Dementsprechend fragt Marcy nach, was in Zukunft geschieht. Ich mache jetzt erstmal keinen Server. Ich bin aktuell Admin auf Novax. Da werden auch noch Videos auf jeden Fall kommen. Junge, die 301 mich, Alter. Was ist das für ein schlechter Kampf, Alter. 301. Ja, okay, Black Ray hält sich halbwegs raus. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Black Ray macht gleich so ein Sharp 1000 Schwert und tötet die dann einfach. Ja. Was mich auch freuen würde, vielleicht schaffen wir ja wieder die 44... Na, die, sagen wir mal 50 Likes. Aber ich, wirklich, ich bin nicht Like, geil. Ich will einfach nur eure Aktivität testen. Also ich möchte eure Aktivität sehen auf den Videos. Und bei 50 Likes, sage ich immer, haue ich ja mal eine Verlosung auf. Viel PvP da generell mal ein paar Server wieder raus. In naher Zukunft. Wo viel PvP auch vertreten sein wird, auf jeden Fall. Da werden die mir locker was sponsern. GG auf jeden Fall am Black Ray. So, er grabt sich den Stuff und Hack, alles klar. Ja. GG an Black Ray. Und wieso läufst du jetzt? Ganz ehrlich. Der hat Anti-Knockback zum Teil, ey. Oder er leckt halt wieder wie ein Stück Scheiße rum. Was heißt wieder? Der Server leckt gerade ein bisschen. Das merke ich auch. Ach, der Schwede kann ja nicht. Aber man hätte ja die Permissions zum Healen quasi. Luke. Essi. Alles klar. Ja. Okay. Dann würde ich aber auch jetzt sagen, was mit dem Video so gut wie. Ich würde den eigentlich noch gerne töten. Aber wenn er anscheinend wegläuft, dann läuft er weg. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. IP, ja, froschgelo.net, viel PvP-EU und so. Ja, wenn ihr Interesse an Teamspeaks, Minecraft-Server habt oder so, einfach Beschreibung gucken. Und dafür habe ich kein Geld bekommen, nur den Minecraft-Server. Dementsprechend bezahlt ist es nicht. Aber quasi Product Placement ist auch wieder nicht, weil ich die Seite ja nicht vorstelle. Egal, ich stell mal, egal, ich hab's ja gesagt. Aber ich kennzeichne es mal im Video am Anfang. Sponsored ein bisschen. Also sponsored halt den Minecraft-Server. Das wollte ich ja nochmal ansprechen. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir den nochmal. Zack. Sehen wir uns beim nächsten wieder. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ja, haut rein. Euer Luke. Ciao.